Ach ja, so. Jetzt erstmal auf entspannt eine neue Folge Rollercoaster Tycoon 3 aufnehmen. Let's go! Wo zum Fick ist meine Datei? Shit, sie ist einfach weg. Nevermind. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Rollercoaster Tycoon 3. Joa. Leute, wo sind unsere Sachen hin? Sie sind weg. Tja. Ich würde sagen, wir machen einfach mal noch einen, einfach, wir bauen einfach einen neuen Park. Und werde danach auf jeden Fall testen, ob auch alles gespeichert ist diesmal. Ich nenne ihn einfach Adventskalender Park. Park, so. Okay, Adventskalender Park. Und die Schrift war irgendwie richtig langsam gerade. Eintrittspreis machen wir mal 1 Euro. Ja, genau. Und, wie gesagt, erstmal sorry dafür. Oh, die tolle Musik. Fühlt sie mit mir. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir bauen einfach jetzt mal einen neuen Park. Ich entschuldige mich dafür, auf jeden Fall, dass es irgendwie passiert ist, wieso auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir wählen direkt mal eine Achterbahn. Und ja, so eine wilde Maus. Ha, lul, ja, das ist cool. Und die platzieren wir diesmal so hier. Genau, so hin. Genau, okay. Geht die hier lang. Ba, 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 ba. Dann geht die einmal um eine kleine. Oh Gott. Ah, genau, so eine Kurve würde ich. Dann auf eine Gerade. Dann mit Kette nach oben. Nicht übertreiben. Ey, wie ich das schon sehe. Geil. Fährt die so über. Das sind Dreierwagen. Ach du Scheiße. Okay. Never mind. Und dann gibt es eine Abfahrt. Das will ich sehen. So. Hui. So, dann wieder nochmal runter. Und nochmal runter. Und fährt sich flüssig bis jetzt. Also ich kann mich nicht beschweren. Schon wieder auf die Bremsen. Warte mal, es gibt hier keine Bremsen? Die Bahn hat keine Bremsen? Ach du Schande. Okay. Obwohl, wir müssen. Der Fotopoint, der muss hier hin. Genau, das muss ein Fotopoint sein. So. Genau, nee, wir machen das ganz easy. Wir machen einfach einen kleinen Berg als Bremse. So, wollen wir mal gucken. Der Eingang kommt hier hin. Und der Ausgang haben wir hier hin. Was machen? Bin gespannt. Einmal runter. Ganz scharfe Kurve, auch noch okay. Ein Stückchen weiter runter. Oh, das nimmt schon Fahrt an. Ui, ui, ui. Ach du schon. Runter, Fotopoint. Jawohl. Oh, Hilfe. Oh. Oh. Oh Gott, das muss ich ändern, Mann. Oh, das ist ja schon. Das tut einfach weh. Ah, ich weiß, ich mache noch so eine kleine Runde da.
Bin ich mal gespannt. Das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wird auch nicht langsamer. Das wird nicht langsamer, egal wie steil du es nach oben machst. Ganz ehrlich. So, ich mache mich jetzt. Also, noch so ein Hügel. Selbst das wird die noch easy schaffen. Das ist für die halt einfach keine Herausforderung. Schafft ihr mit Leichtigkeit hier lang? Mit Leichtigkeit! Es gibt aber halt auch einfach keine Bremsen. Ich weiß doch nicht wieso. Das will ich sehen. Guck mal, da kommt die schon wieder. Wie die hier abgeht. Boah. Der Weihnachtsmäusesturm, ey. Das ist einfach an sich unmöglich, dass sie das noch schafft. Das ist unmöglich. Dann mach ich einfach jetzt hier noch so kleine Kabelbacks. Erst mach ich aber wieder hoch. Wird die schaffen mit Leichtigkeit und das werden wir uns jetzt reinziehen, weil das irgendwie macht irgendwie wundert mich das total. Wie kann es sein, dass drei kleine Wegen so viel Energie haben, dass sie das über 4-5 Berge schaffen? Das ist praktisch unmöglich. Naja, aber fürs Spiel nicht. Ich sage nur realitätsnah. Das war so gerade maximal von Hand of Blood geklaut. Hihihi. Und Abfahrt. Boah, Alter, du kannst halt nur. Diese Airtime. Boah, es zieht dich wirklich einfach nach oben. Ich weiß noch nicht mal, ob du das überhaupt noch überleben kannst. Ey, es geht nicht. Sie wird nicht langsam, aber es ist mir jetzt auch ganz ehrlich egal. Sorry, aber ist halt einfach so. Oh, jetzt ist es möglich. Einen Moment, jetzt bin ich gespannt. Ich mach Weihnachtsmäuse. So muss das. Ihr braucht Weihnachtsmäuse. Genau, rot und hier oben muss auch noch weiß. Schienenfarbe, da muss rot und weiß. Obwohl, nee, warte mal, dann mach ich das hier weiß. Genau. Aber dann mach die anderen Schienen hier rot. Okay, ja. Es ist unfassbar. So, dann verbinden wir noch einfach ganz schnell mal hier mit der Station. Ba, 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 so. Klein, aber fein. Dann hier noch ein weihnachtlicher Weg. Das sieht irgendwie. Nee. Puh, sieht denn weihnachtlich aus? An sich gibt es hier nichts Weihnachtliches. Dann nehme ich einfach diese Steine hier. So. Ich sage nur mal so, die Gerüste hier 100%
Detailgetreu. 100%. Fühl dich. So, geben wir der Attraktion noch einen Namen. Wir nennen sie, Weihnachtsraub. Genau. Weihnachtsraub der kleinen Mäuse. Keine Ahnung, whatever. Schreibt mal einen Namen rein, Leute. Schreibt mal einen Namen rein für die Mäuse. Die, da jetzt noch, nicht für die Mäuse. Oh Gott, was rede ich jetzt? Entschuldigung für meinen Commentary. Es ist 20 Uhr abends. Ich bin total fertig von. Ist ja auch egal. Interessiert keine Sau. Also wie gesagt, Leute, schreibt mal Namen für die in unsere nächsten Bahnen in die Comments. Mich würde mal interessieren, wie wir die Bahn nennen. Haut mal raus. Wild. Ja, die Bahn ist wild. Weiß ich. Komm, sieht lustig aus, muss man sagen. Sie sieht schon geil aus. So. Also, wir gucken jetzt noch kurz nach. Es gibt doch hier diese Ereignisse, genau. Was würde passen? Nix passt. Es passt halt einfach in nix. Es gibt nichts Weihnachtliches in Rollercoaster Tycoon 3. Oder fahren schon die ersten? Na, wie finden sie es? Warte mal. Gucken wir uns die erste Fahrt an. Wow. Er sieht einfach nur beeindruckt aus, Leute. Beeindruckt sieht er aus. Ja, okay, jetzt, das hat ihn geflasht, das habe ich ja schon gesehen. Das hat ihn mitgenommen, Leute. Das hat ihn mitgenommen, unserem Bro hier. So. Ich würde sagen, auch wie in letzter Folge, bauen wir wieder ein Karussell. Diesmal mal anders. Ey. Ernsthaft, die hatten Sponsoring von... Okay, whatever. Bauen wir das mal. Das hört sich nämlich ganz geil an. So und so. Dann setzen wir noch eine. Irgendeine Warteschlange. Ah, die hier. Die Standard-Warteschlange. Weil die passt. Ja, und so. Okay. So, Reezy, dann zeig mal, was du drauf hast, ey. Lul. Ich benutze so viel Lul, merke ich gerade. So, Leute, wollt ihr Reezys fahren? Hier, kommt darauf, haben sie Bock. Fahren wir mal mit, weil ich weiß gar nicht, wie das... Oh Gott, Hilfe, diese Textures, Leute, guckt euch an, das sieht aus, als würden wir in einen Kothaufen fahren. Na, wenigstens bezahlen die Leute dafür, oder? Das lohnt sich ja dann doch. Auch gut. Das sind so die Badass-Boys, Leute. Das sind... Badass Boys, die haben nur Bock auf so einen Scheiß. Die fahren nicht Family Reezys. Alle wollen Reezys fahren. Keine Sau traut sich, diese Bahn zu fahren. Niemand. Die finden das alle zu aufregend. Gibt's keine Benutzer-Reviews? Doch, hier. Auf geht's, vorwärts. Stimmt der Preis, nur Positives. Sieht mir zu... Oh, nee. Nur zu extrem. Ja, okay. Dann ist es egal. Egal, eine extreme Sache muss sein. Ja, halt, toll, würde ich mir auch für anstehen. Ne? Dreiviertel Stunde gefühlt. Die stellen sich da echt für an. Wenn ich so eine... Leute, bin ich ehrlich. Wenn ich so eine Schlange sehen würde, direkt weitergehen. Das ist es mir nicht wert, bin ich ganz ehrlich. Und da es die Zeit auf jeden Fall noch hergibt, würde ich sagen, noch eine kleine Sache. Als Entschuldigung für letztes Mal, dass der Park nicht mehr existiert. Das Buffalo-Karussell, das hört sich geil an. Das hört sich ja mal zu geil an. Lol.
Da hat jemand gerade gekotzt, das habt ihr hoffentlich gehört. Du Drecksau! Er hat wirklich einer Scheiße geschickt! Bam. So, okay. Dann verbinden wir das hier noch schön mit Wegen. Auch Standardweg, weil irgendwie möchte ich, dass diese Wege stand. Warum? Was ist denn. Was ist mit mir los? Wenn es schon Western-Theming hat, dann muss man, kann man doch auch einen Western-Steg nehmen. Den haben wir schon. Der ist auch eher Beach. Das ist Western. Nee, das ist Metall. Wieso sieht das aus wie Holz? Ach, was soll's. Ich nehme jetzt einfach auch nochmal Holz. So. Und auf geht's. So. Perfekt. Mal gucken, wie viele Leute da reingehen. Das sieht doch geil aus. Komm, da würde ich mich anstellen direkt. Egal, wie lang die Schlange ist. Weil das, komm, das sieht gut aus. So, und weil die Zeit das auch noch hergibt, haben wir noch ein paar, oh Gott. Ein paar, ich wollte sagen, ein paar Bäume hier hin. Kann ich das einfärben vom Gelände her? Geht das? Ist das Gelände? Scheint nicht so, ne? Oh, Läden brauchen wir noch. Muss. Läden ist ein Muss. Hier auf jeden Fall hin. Weil hier kein Zaun ist. Hier ist auf jeden Fall direkt erstmal deftig Burger. Zack. So, Leute, gönnt euch die Burger. Direkt daneben gibt es, normale Getränke. Und daneben gibt es noch Kaffee. Kaffee ist ein Muss. So, alles offen. Jetzt gönnt euch eure Burger. Und da liegt Kotze. Perfekt. Geil. So, direkt. Den wollte ich früher mal löschen. Ich fand den nie geil. So, ein. So, hier, du machst da sauber. Jetzt mal zwei von jedem, weil der Park ist noch nicht besonders groß. Und ein Kopf und ein Edel und ein Panda, genau, perfekt. Brauche ich nicht. So. Also. Das ist jetzt erstmal der wundervolle Park hier. Ich hoffe, der zweite Teil. Ja, zweiter Teil. Es ist Mist, ich weiß. Was passiert ist, ich hoffe, dass es einigermaßen jetzt nicht so schlimm für euch, dass der Park jetzt weg ist. Und, ja. Ich hoffe, euch hat das Video an sich selber gefallen. Abonniert den Kanal, checkt die anderen Videos aus, auch den ersten Teil und vor allem den Funky Adventskalender. Und, ja. Bis dahin, euer Trap. Ciao, ciao.